Die Talons, das Labyrinth, alles Strafe fürs Entlarven des Rats. Hm. Dass Jacob Kane je dachte, wir wären auf derselben Seite. Das Labyrinth sollte uns nicht nur umbringen. Der Rat wollte uns manipulieren. Hat wohl geklappt. Es ist okay, Tim. Wirklich. Batman hat niemanden getötet. Doch was würde er von Soldaten halten, die als Monster auferstehen wollen? Hm. Ich war schon tot. Bin ich jetzt ein Monster? Wir haben einen Rückschlag. Und das geht in dir vor, Tim? Mord? Nett, dass du ihn vom Töten abbringen willst, aber das Labyrinth war mehr als ein Rückschlag, Babs. Tut's nicht so, als wäre ich nicht hier. Du bist nicht Bruce und ihr auch nicht. Es reicht. Es reicht. Ganz Gotham wollte Batman an den Kragen. Wenn Bruce heimkam, blutig, fast tot, hab ich ihn gefleckt. Genauso wie euch jetzt. Er war oft wütend. Aber er sank nie auf ihr Niveau. Das werdet ihr auch nicht. Alfred hat recht. Batman hatte einen Kodex. Wie hart es auch werden wird. Wir bleiben ihm treu. Der Rat besteht aus Gothams Gründerfamilien. Für sie gilt, Blut ist dicker als Wasser. Sie sind zwar verwandt, aber keine Familie. Nicht so wie wir. Die Beweise, die wir gegen Kane im Hotel gefunden haben, sind praktisch kugelsicher. Dann sollten wir keinen Krieg gegen sie führen, sondern sie anklagen. Kane wird sich keinem Haftbefehl fügen. Das wird er, wenn wir den Cops helfen. Den Cops, die gerade Jagd auf Rächer in Gotham machen? Mindestens ein Cop ist noch auf unserer Seite. Du versteckst was vor uns, Drake? Vielleicht Drogen oder Plutonium. Ich meine, er ist ein Teenager. Ein Schachspiel. Das kenne ich doch. Ist das von Bruce? Ja, yep. Handgemacht. Die Springer haben Fledermausohren. Sieh dir das an. Fledermausohren. Ich habe es aus Wayne Manor. Klar, war gefährlich, aber ich war vorsichtig. Keiner hat mich gesehen. Viel Risiko für ein Schachspiel. Alles, was wir aus dem Manor geborgen haben, gehörte Batman. Ich fand, es fehlt was von Bruce. Ist es Täuschung. Erst muss man den Feind angreifen, wenn er es am wenigsten erwartet, an einer Stelle, an der er sich stark fühlt, aber eigentlich schwach ist, mit einer Armee, die er bereits besiegt zu haben glaubt. Batman-Familie, es tut mir leid, dass ihr euch in einer schwierigen Zeit beheiligen lasst, aber das ist mit Gott eure Hilfe. Wir haben in seltsamen Jahren entdeckt, dass es Gotham City kommt. Schlüssel deuten darauf hin, dass Stavro der Eroberer verantwortlich ist. Ich kann den Kosmos immer rauszufinden, wie weit sein Sinn und Halt. Können nicht ignorieren, was auf dem Planeten geschieht. Wir brauchen euch alle, um die Quelle zu untersuchen. Dann rohrischen Angriff auf den Untergrund von Gotham City durchkämpft euch so tief wie möglich und besiegt den legalen Mr. Sober Schütz. Master auch plant, muss auch Karten werden. Schließe Winde. Die Sterne beobachten euch, die Sterne hungern nach euch. Die Sterne hören das Heulen des Himmels und des Salzes und sie sind hungrig. Sie wollen geehrt werden. Wir sind hungrig, wir sind Hunger. Ein Festessen beginnt erneut von innen aus.
Doch wo längst uns tote Assistent, ich habe noch mehr Informationen ausgraben. Sie haben den Überreste in einer dunklen Gasse gefunden. Laut Bericht sich um einen missglückten Überfall, aber längst der Assistent wurde eine Bank gespielt, sagt von uns. Ja. Auf jeden Fall auch mal seine Audiolog sein, in dem wurde oft noch etwas persönlicher. Vielleicht findest du da etwas, was er nicht abgeschrieben hat. Hey Team, ich habe ein bisschen tiefer in Längst und Sachen gebildet, um zu bestätigen, was wir im Labyrinth gesehen haben. Hatte recht, er hat die Auswirkungen von Lynosium auf lebende Probanden erforscht. Lynosium hat bei Lebenden allerdings nicht die gleiche Wirkung wie bei Toten. Aus, als ob die Wissenschaftler des Rats die wissenschaftliche Wahrheit gesagt hat. Nein, Probanden sind Freiwillige. Menschen. Ja. Menschen, die ihr Leben opfern und sofort als Kalam wiederbelebt werden. Sie behalten sie also eine gewisse Gehirnaktivität. Ich weiß nicht, ob sie im Rat zu ergeben sind oder so entschlossen, ewig zu leben oder was auch immer. Aber was auch der Grund sein mag, die Kreaturen sollte man nicht erschöpfen. Gesteckt als die Mindtails bekennen und verabschieden. Das freut es nicht. Aber. Ich verstehe langsam, wie. Findest du, dass Deaths Statue ihm ähnelt? Nein. Na endlich! Noch jemand, der auch wütend ist. Bruce ist tot. Der Rat der Eulen ist real. Die Liga der Schatten wütet in Gotham. Und alle tun, als ob alles wie immer ist. Ja, ist alles wie immer. Oder den Rat. Ich weiß nicht mehr, wie Dead aussah. Immer wenn ich an ihn denke, sieht er aus wie die blöde Statue. Und? Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Oder hatte es. Das heißt, sie dürfen es nicht vergessen, wie er aussah. Wie kann ich Batgirl sein? Und Verbrechen und Böses bekämpfen? Wenn ich meinem Hirn nicht trauen kann. Bleib wütend. Und richte die Wut auf alles, was mit der Welt nicht stimmt. Naja, so mache ich das. Aber dann. Danke, Jason. Kein Problem. Batgirl. Na, hier geht's ja weiter, ist jetzt das nächste. Hör mal, falls du an deinem Dad zweifelst, solltest du etwas wissen. Er hat den Rat der Eulen nicht gedeckt. Ein paar der Fälle hat er gelöst. Nicht nur ein paar. Er hat den Rat bekämpft, auch wenn er nichts über ihn wusste. Hätte ich wissen sollen. Es ist nur... Vielleicht kannte ich ihn nicht so gut, wie ich dachte. Du wolltest Beweise. Genau wie Bruce. Hätte sie früher finden sollen. Ich war Oracle. Ich hatte Zugang zu jedem Computersystem in Gotham. Wie konnte mir etwas wie der Rat entgehen? Du meinst, wie ist dir bloß der böse Geheimbund entgangen, der sich vor uns allen verborgen hat? Ja, also wirklich. Meine, selbst dein Dad und Batman haben nichts von ihm gewusst. Wenn du so redest, klingst du wie Dick. Danke. Also, kann ich jetzt beim Mörderpuppenhaus helfen? Klar. Ja. Hm.
Ja, ich bin wieder da. Vielen Dank für deine Hilfe. Hoffentlich gibt's gute Nachrichten. Ich habe genug Beweise, um Kane jahrelang wegzusperren. Der Haftbefehl ist das Problem. Wo liegt das Problem? Ich war bei jedem Richter, den ich kenne. Keiner will unterzeichnen, aus Angst. Man muss nichts über den Rat wissen, um bei Jacob Kane vorsichtig zu sein. Ja. Waren Sie bei Richterin Moreno? Sie hatte noch nie Angst vor Gothams Reichen und Mächtigen. Eleanor war einer der ersten Namen auf meiner Liste. Aber der Chelsea-Tunnel-Fall scheint alles verändert zu haben. Sie ist untergetaucht. Dann muss sie Gründe haben. Ich höre mich mal um, mal sehen, was ich rausfinde. Vielleicht revanchiert sie sich, wenn wir ihr helfen. Ist der Haftbefehl unterschrieben? Führe ich ihn aus. Ja. Hey, du hast jemandem das Leben gerettet. Oh, was soll das denn? Sag mal, du fettes Arschloch, was soll das denn? Du fettes Windvieh. Bist du fertig? Mann, du fettes Ringvieh, sollst mich loslassen. Okay, ist nicht verhören. Da steht Mafia, warum kann ich ihn nicht verhören? Okay, das waren zwei Gangs, deswegen. Okay. Inzwischen, ja, als wäre ich falsch erstmal und doch nicht von der Mafia. Was? Sind wir schon fertig? Ja, sind wir. Ja. Hey du. Ja, komm mit. Kann der Maul. Clayface? Hörst du mich? Das sollte reichen. Dem falschen Ton getroffen. Nehmen für die Analyse. Danke. Komm zurück und wir sehen uns das an. Dort wachsam ist. Sollst du mir das ansehen? Oh, jetzt hat sie alle besiegt. Dämliche Tussel. Oh, es kommt mehr gegen. Komm noch mal. Vielleicht werde ich den letzten nehmen, um das gut zu packen. Vermisst.
konnte mir nicht mehr erzählen, was ich wissen möchte. Mann, ich muss einfach nicht Idioten verhören. Gut, kümmern wir uns jetzt um die Bösewichte. Mist, jetzt geht's nicht ganz. Bete lieber! Man muss ja nicht immer alle direkt umhauen. Warum darf ich die jetzt nicht verhören? Ja, ich mach den. Heute nicht, du Nulpe. Digga, es geht mir manchmal doch. Der gehört doch auf die letzten, aber zu anhalten. Ich will die verhören. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Danke! Falschen Knopf gedrückt. Jetzt erzähl mir mal was. Ich suche Richterin Elena Moreno. Sag mir, wo sie ist. Kommt niemandem in die Quere, der Moreno tot sehen will, okay? Aber die Regulators, ja? Die haben mit einem großen Schutzauftrag angegeben. Danke. Oh! Glockenturm? Moreno hat die Mafia um Schutz gebeten, aber vergebens. Vielleicht ist sie zu den Regulators. Verstanden. Finden wir sie. Mhm. Ja, was für ein Code mal zu Territorium? Ja. Erzähl mir mehr. Ich muss Richterin Moreno finden. Rede schon. Ich habe gehört, dass sie geschützt werden soll. Aber ich weiß keine Einzelheiten. Das wollte ich hören. Gut. Glockenturm? Nichts zu Moreno. Aber die Regulators haben den Freaks Sicherheitstechnik verkauft. Klingt nicht gerade nach den Freaks. Das ist definitiv eine Ermittlung wert. Habe ich bei jeder Fraktion durch. Nein, gut. Ich bin anspruch nur ein bisschen. Okay, sind eindeutig nicht die Freaks, ihr seid bei euren Mitgliedern. Also verprügelt euch. Aha. Okay, ich könnte dich mit begangen haben. Dein Kompels hier. Nee, warte. Wo ist deine Kompels? Das wäre. Ja, jetzt soll ich mal was, wenn das passiert ist. Na ja. Das wollte ich nicht. Ich habe gerade erst angefangen. Ja, komm, ich hatte gerade die Idee.
Du gibst mir mehr Geld und ich verpfeif dich nicht bei den anderen Kurs. Oh nein! Was mit Richterin Morenos Verschwinden zu tun hast. Jetzt rede endlich. Rede. Ja, hab gehört, wir sollen sie nur vor den Typen mit den Vogelmasken beschützen. Ganz einfach. Danke für die Info. Glockenturm, wir sind sicher, dass Moreno die Freaks für Schutz bezahlt. Bin schon unterwegs. Okay. Officer der Kreuzung Mercy und Oxel ist benötigt. Es gibt Hinweise auf kriminelle Aktivitäten. Komm mal, ich will den Effekt zu tun. Hier geht's. Kann ich helfen, ne? Noch mehr Schurken. War ja klar. Ja, steht ja auch da. Bye, bye. Ey, weg da! Meine Güte. Hey! Können wir bestimmt hier. Hey! Geht es Ihnen gut? Sie wollten mich töten, so wie Sie meinen Bruder getötet haben. Armer Alex. Und das nur, weil ich die Bauarbeiten am Chertsey-Tunnel nicht einstellen wollte? Der Rat hört wirklich nur allzu ungern ein Nein. Mist, es gibt ihn wirklich. Helfen Sie uns, sie aufzuhalten. Ich habe einen Haftbefehl für Ihren Anführer. Ich unterschreibe. Solche Leute dürfen die Stadt nicht terrorisieren. Ja, danke schön. Schön, dass Sie dabei sind. Wollen Sie jemanden anrufen, der Sie abholt? Das wird schon erledigt. Ich wusste, dass die Freaks nicht damit durchkommen und habe rumtelefoniert. Vielen Dank. Und viel Glück, Bad Girl. Danke. Bin ich ja. Tschüss. Glockenturm, wir haben Moreno. Und außerdem den Haftbefehl. Verstanden. Wir bringen Moreno in ein sicheres Versteck. Ist die Augenbinde echt nötig? Jetzt nicht mehr. Sieh dir das an. Halt. Barbara? Was machst du denn hier? Renee, schön, dass du hier bist. Willkommen im Glockenturm. Barbara, was machst du hier? Batgirl. Wusste Jim das? Er hat zumindest nie was gesagt. Aber jetzt weißt du's. Du hilfst uns mit Jacob Kane, also müssen wir uns vertrauen. Dick Grayson, du musst dann wohl Nightwing sein. So offensichtlich? Ziemlich offensichtlich. Du machst ja nicht mal eine andere Stimme oder so. Robin. Hab dich noch nie ohne Kostüm gesehen. Eigentlich schon. So etwa fünfmal. Ach ja, Tim Drake, richtig. Sind jetzt alle Karten auf dem Tisch? Wir haben Plan zu besprechen. Jason Todd. Die Toten schlafen nicht. Das höre ich oft. Hast du was erreicht? Der Richter hat wirklich die Jacob Kane-Klage abgesegnet. Verschwörung gegen Langstrom. Saubere Detektivarbeit. Wenn ihr Kane aus diesem Versteck bekommt, sorge ich dafür, dass jeder ehrliche Cop in Gotham davor wartet. Aber das wird nicht leicht. Dieses Gebäude ist wie ein Panzer. Oh, schon klar. Gepanzerte Fassade, Flugabwehr auf dem Dach. Dafür haben wir unsere Drohung. Ich schätze, dafür habt ihr keine Lizenz. Nein, absolut nicht.
Ich gebe zu, Pennyworth. Ich hatte gehofft, Sie wären Batman und hätten sich nur zur Ruhe gesetzt. Ich fühle mich geehrt. Doch die Wahrheit ist leider etwas trister. Tut mir wirklich leid. So, nun zum Plan. Der Plan? Ja. Du wirst ihn lieben. Zuerst sammeln Sie sich am Treffpunkt in Sichtweite des Ziels. Kane Industries. An der Tafel hängen neue Infos. Ja, oder so wie die Kane-Wohner. Ich verstehe es einfach nicht. Clayface fiel beim letzten Kampf mit Batman in eine Turbine. Wie hat er das überlebt? Er besteht aus Lehm. Wie hat ihn zerfetzt? Sieht so aus, als hätte er überlebt. Die kleine Smoothie-Achterbahn hat ihm wohl nicht gereicht. Also gut, was wissen wir über unseren neuen Freund? Naja, wisst ihr, ich habe die DNA von Clayface schon einmal untersucht, aber das hier ist etwas komplett anderes. Die Struktur ändert sich ständig. So, als könnte sie sich nicht wieder zusammensetzen. Wir haben beschädigte Nukleotide, instabile Phosphatgruppen und extreme Synthesestörung. Das ist nicht mal für Clayface ansatzweise normal. Diese Probe wirkt über alle Maßen durcheinander, fast so als wollte sie fünf Dinge gleichzeitig sein. Oh, vielleicht weil diese Teile von ihm allein einfach nicht ausreichen, um sich zu einer bewussten Gesamteinheit zu stabilisieren. Ihr zieht schon wieder eure Nerdnummer ab. Sorry. Clayface ist vielleicht an zu vielen Orten auf einmal und hat daher Probleme, irgendwas Bestimmtes zu sein. Aber je mehr Clayface zusammenfindet, desto stärker und schlauer wird er letztendlich. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Was, wenn er bereits ein Bewusstsein hat? Wir können ihn doch nicht einfach so lassen. Wenn wir ihn zusammenfügen, gefährden wir die gesamte Stadt. Das Risiko ist viel zu groß. Das würde uns ohnehin nichts bringen, wenn wir gar nicht wissen, wo er ist. Das Staubecken ist mit der Kanalisation der gesamten Stadt verbunden. Er könnte überall sein. Wahrscheinlich sind sogar noch Teile von ihm im Trinkwasser. Das war's dann wohl, Jason. Ihm passiert nichts. Hoffe ich zumindest. Ich scanne die Stadt nach der Tonsignatur und ich sag Bescheid, wenn ich was finde. Na dann viel Spaß dabei.